So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Skyrim. Ich habe eine Zeit lang nicht mehr aufgenommen, um genau zu sein, 2 Wochen. 2 Wochen müssten es sein. Weil ich ein bisschen im Prüfungsstress bin. Und ich habe mir jetzt gedacht, es ist gerade ein bisschen spät. Und ich habe mir gedacht, komm, jetzt hörst du mal auf zu lernen, machst du mal eine Pause. Und was bietet sich da mehr an, als unsere Socki zu besuchen und aufzunehmen und mit euch zusammen hier weiter zu zocken? Wir sind in der letzten Folge, ich muss mich ein bisschen zurückerinnern, ich hätte jetzt auch mal nachgucken können, aber genau, wir waren in dieser Mine, Schrägstrich Gefängnis. Genau, da war ja diese Morde, die wir untersucht haben und wir haben da ein bisschen rumgeschnüffelt und dann sind wir letzten Endes hier gelandet. Und nun helfen wir den Abgeschworenen, die früher hier das Sagen hatten. Soviel ich das mitbekommen habe. Und denen helfen wir jetzt praktisch auszubrechen und dann wahrscheinlich auch ihre Stadt zurückzuerobern. Wobei das wahrscheinlich ein paar wenige Leute sind. Zu wie viel sind wir denn hier? Zu 8? Zu 9? Keine Ahnung mehr. Wie hieß denn der Anführer? Ich weiß es gar nicht mehr. Warst du das nicht? Genau, Madanach. Madanach war der Anführer. Dann gucken wir mal, wo Madanach uns hinführt. Wir haben natürlich jetzt auch keine Rüstung mehr, wir haben keine Ausrüstung mehr, alles weg. Ich hoffe, das kriegen wir wieder. Selbstgebastelten Dolch haben wir. Ein Spinnenei. Und eine Spinne. Selbstgebastelten Dolch, der nützt uns natürlich nicht viel. Warte mal, wir könnten doch das beschworene Schwert nehmen. Das würde uns zumindest schon mal ein bisschen helfen. Ist eigentlich auch ganz nice, ne? Vielleicht. Jetzt ist die Spinne da unten. Die Sp. Ja, du schaffst es. Na komm. Naja. Das ist eigentlich auch ganz cool, die Waffe, ne? Ich komme immer zu spät zu den Kämpfen. Irgendwie fällt mir gerade auf. Die beschworenen Schwerter sind echt cool. Was? Skillen wir vielleicht auch noch. So, das zweite beschwören wir auch noch. Ah, schaut mal an. Die kennen wir auch noch. Ich weiß nicht, früher waren die Dinger ein bisschen ein größeres Problem. Großer Seelenstein. Makelloser Amethyst. Ja, komm, nehmen wir alles mit. Haben wir jetzt Platz im Inventar? Ich hoffe, wir kriegen unser Zeug wieder. Noch ein großer Seelenstein. So, wartet mal, Jungs. Ich will mich hier ein bisschen umsehen. Wir sind, glaube ich, also Socki ist auch die einzige Frau im Gefängnis gewesen, oder? Glaub schon. Die Schwerter schauen schon cool aus. Ich glaube, das sollten wir auch ein bisschen skillen. Wir sollten doch ein bisschen auf Magiker gehen und uns das ein bisschen ansehen. Auch wenn ich nicht so wirklich der Magier bin. Aber so ein bisschen können wir ja trotzdem uns mal damit befassen. Die schauen schon cool aus. Was haben wir hier unten? Vor allem so magische Schwerter und sowas sind ja dann doch eher Waffen. Oh, was ist denn hier alles? Und ihr werdet einfach weitergelaufen. Ein bisschen Gold, ein großer Seelenstein, ein Trank. Ring des Schlösserknackens. Schlösserknacken ist um 20% leichter. Das können wir brauchen. Amulett von Dibella. Plus 15 auf Redekunst. Ich glaube, den haben wir schon. Oh, schön. Orkischer Bogen der Blitze. Das ist genau der gleiche, den wir schon haben, oder? Das Ziel erleidet 15. Was? Das Ziel erleidet 15 Punkte Blitzschaden und halb so viel Magikerschaden. Ja, dann würde ich sagen. Aber wir haben keine Pfeile, ne? Haben wir Pfeile dabei? Nee, wir haben zwar jetzt coolen Bogen, aber keine Pfeile. Toll. Nee, dann lassen wir das mal so. Was ist da hinten noch? Was ist hier? Hier ist nichts. Gut, dass wir noch geguckt haben und nicht einfach stur hinterhergerannt sind. Ist hier noch was? Wobei ich natürlich mit Sicherheit schon viel übersehen habe. Wo ihr wahrscheinlich gesehen habt und dann, hier, guck mal da. Aber ist halt so, man übersieht mal was, vor allem bei Rollenspielen. Meint er uns?
Der fällt uns jetzt aber nicht in den Rücken, oder? Ich marschiere da mal langsam hoch. Mal danach, hast du mir was zu sagen? Ich habe Kai alles zurückholen lassen, was euch die Nord gestohlen haben. Ja. Macht euch besser bereit, bevor wir in die Stadt ausbrechen. Und nehmt das hier. Darauf ruht der Segen uralter Magie. Was? Etwas, um euch an mich zu erinnern. Willst du das jetzt anbaggern, oder was? Ich stehe nicht auf bärtige, weiße Männer. Tut mir leid. Wie geht es jetzt weiter? Ich möchte das alles schnell vergessen. Eigentlich haben wir ja nichts damit zu tun, ne? Das ist eigentlich sein Bier. Wir haben ihm geholfen auszubrechen, aber jetzt möchte ich dann nichts mehr damit zu tun haben, deswegen, ich möchte das alles schnell vergessen. Es ist Zeit, endlich den Himmel zu sehen und den roten Regen regnen zu lassen. Wenn du das sagst, mal danach, wenn du das sagst. Wir haben unsere Sachen wieder. Cool. Saugeil. Okay. Das heißt, wir schauen jetzt erstmal, wir müssen uns jetzt erstmal wieder ausrüsten, das muss kurz sein. Erstmal die Bekleidung. Ja, Amulett von Dibella haben wir jetzt zwei, da haben wir gerade eins gefunden. Redekunst brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Das Blocken mit einem Schild absorbiert 10% mehr Schaden, brauchen wir auch nicht. Erstmal unseren Elfenhelm wieder auf. Unsere Elfenrüstung, ja, das schaut doch schon viel besser aus. Elfenschild, die Fußlappen können wir eigentlich gleich wegwerfen, die brauchen wir nicht. Goldene Holzkette, was haben wir hier? Das kann man eigentlich auch wegschmeißen. Steigert die Gesundheit um 20 Punkte. Die würde ich gern tragen. Die Lederhandschuhe können wir wegschmeißen. Helm der alten Götter. Steigert Magika um 30 Punkte. Das ist natürlich nice. Den haben wir wahrscheinlich von ihm gekriegt. Den Schaum... Nur mal ganz kurz. Oh nee, das geht ja gar nicht. Das geht ja mal überhaupt nicht. Das schaut ja sowas von bescheuert aus. Nee. Muss jetzt nicht wirklich sein. Und wir sind ja auch keine Magierin, also... Ich glaube, den werden wir mal verkaufen oder so. Oder vielleicht in eine Truhe packen, wenn wir mal endlich unser eigenes Haus hätten. Das bringt gar nichts. Lederrüstung. Steigert Magier um 40. Die wäre sogar besser. Wo sind wir hier? Ja gut, der hat noch Rüstung 14 dazu. Okay, okay. Oh. Panzerhandschuhe der alten Götter. Bögen würden um 20% höheren Schaden. Das ist natürlich nice. Aber wir haben auch noch die, ne? Beidhändige Angriffe verursachen 15% höheren Schaden. Brauchen wir eigentlich beide. Sollten wir auch beide mit uns führen, je nachdem, ob wir eben mit Bogen kämpfen oder mit unseren zwei Waffen. Je nachdem, Schwerter haben wir ja später wahrscheinlich auch Dolche. Ich habe sogar zwei Dolche, glaube ich. Aber ich nehme jetzt erstmal diese Panzer. Wir könnten ja eigentlich mal die komplette Rüstung. Der hat uns, glaube ich, ein komplettes Rüstungsset geschenkt, oder? Den Ring könnten wir eigentlich anlegen. Warum nicht? Das Blocken mit einem Schild absorbiert 50%. Ja gut, Schild haben wir nicht mehr. Rüstung der alten Götter. Zerstörungszauber kosten 15% weniger Magika. Bringt uns auch nicht so viel. Aber ich lege jetzt einfach mal aus Spaß die Rüstung an. Stiefel der alten Götter. Schleichen wird um 20% verbessert. Das ist natürlich nice. Und leichte Rüstung, wie wir es brauchen. Das gefällt mir doch sehr gut. Die können wir eigentlich weghauen. Und das sind unsere Klumpenstiefel. So, dann schauen wir mal Waffen. Ich würde jetzt... Wir haben das auch wieder in den Favoriten alles. Genau, Elfendolch haben wir. Das selbstgebaute Messer, komm. Kann man wegschmeißen. Genau, das ist unser Bogen, den wir schon hatten. Das Ziel alleine 20, 15. Okay, der ist schlechter, den wir da gefunden haben. Aber wir können ihn verkaufen. Also weg muss der jetzt nicht unbedingt, aber unserer ist besser. Den würde ich auch ganz gern ausrüsten. Vorerst zumindest. Ach ja, die haben wir ja auch noch.
Die müssen wir auch mal ausprobieren. Sanguines Rose. Die Spitzhacke, ja, kann weg. Dann haben wir noch einen Eisendolch. Den haben wir ja auch gefunden. Kreaturen und Personen bis Stufe 5 fliehen für 30 Sekunden aus einem Kampf. Dann können wir den eigentlich wegwerfen. Unser gutes Zwergenschwert. Okay, dann würde ich sagen... okay. Ja, Socki für die Abtrünnigen. Waren doch die Abtrünnigen, oder? Oder, ich weiß nicht mehr, wie hießen die? Ich hab's schon wieder vergessen. Ich habe Kai alles zurückholen lassen, was euch die Nord gestohlen haben. Habe ich gemerkt, danke. Besser bereit, bevor wir in die Stadt ausbrechen. Bin ich eigentlich? Und nehmt das hier. Darauf ruht der Segen uralter Magie. Etwas, um euch an mich zu erinnern. Ja, die Rüstung trage ich schon. Danke, Marana. Es ist Zeit, endlich den Himmel zu sehen. Und schaut aber eigentlich ganz nice aus. Regnen zu lassen. Schaut eigentlich ganz witzig aus, oder? Oh, ich glaube, wir tragen zu viel. Wir können nicht mehr rennen. Okay, dann müssen wir noch was wegschmeißen. Hilft nix. Was haben wir denn für Schrott eigentlich dabei? Sonstiges. Einen Besen. Brauchen wir mit Sicherheit nicht. Socki ist keine Putzfrau. Ein Eimer. Eine Flöte. Die brauchen wir eigentlich auch nicht, ne? Ich lasse jetzt mal drin, aber notfalls können wir die auch wegschmeißen. Das brauchen wir... Das nicht, das nicht, das nicht, das nicht, das nicht. Wir sind immer noch drüber. Den brauchen wir auch nicht. Das brauchen wir auch nicht. Erstmal das Zeug loswerden, was wir wirklich definitiv nicht brauchen. Pferdefell? Okay, das können wir mal behalten. Eine Schale. Komm, weg. Das sind immer die Sachen, die man aus Versehen einsteckt. Die müssen wir jetzt mal aussortieren. Hilft nichts. Schädel. Ich weiß nicht, vielleicht braucht man den Schädel für Magie oder so. Keine Ahnung. Ah, wir sind noch eins drüber. Irgendwas müssen wir noch wegschmeißen. Was können wir noch wegschmeißen? Haben wir noch was bei Bekleidung? Die würde ich jetzt... Wobei, die bringen auch nicht viel Geld, ne? Komm, die hauen wir weg. So, ich lasse mal meinen Klumpatsch hier liegen. Und wir gehen mal raus. Und schauen, wie es jetzt weitergeht. Und schauen, wie es jetzt weitergeht. Mal danach. Wir kommen nicht raus. Ich habe Kai alles zurückholen lassen, was euch die Nord gestohlen hat. Ja, das weiß ich. Macht euch besser bereit, bevor wir in die Stadt ausbrechen. Ja, ich möchte ja in die... Nehmt das hier. Darauf ruht der Segen uralter Magie. Ich hab das schon an. Um euch an mich zu erinnern. Und du hast mir wahrscheinlich beim Umziehen zugeguckt, du Lüstling. Ah, gut, okay, wie geht's jetzt weiter? Jetzt? Ich lasse ganz Markart wissen, dass ich zurückgekehrt bin. Keine Sorge wegen eures Namens. Nach dem heutigen Tage werden sie wissen, wem sie die Schuld geben und wen sie fürchten müssen. Es wird Jahre dauern, aber ich werde die Abgeschworenen neu organisieren. Wir werden unser Land zurückfordern und wenn wir wieder an der Macht sind, werden wir Frieden haben. Ein Königreich. Bis dahin lasst mich eine Warnung aussprechen. Nehmt euch vor den Abgeschworenen in Acht. Kein Ort in Reach ist jetzt mehr vor uns sicher. Oh weh. Oh weh. Vielleicht war das doch keine so gute Entscheidung, ihm zu helfen. Sollen wir ihm jetzt helfen? Ich meine, da draußen wird jetzt... Kai alles zurückholen lassen, was ja, oh Mann. Quatsch dir halt nicht was ab. Geh jetzt raus. Geh doch. So, jetzt kommen wir bestimmt auch raus. Ja, tun wir. Jetzt ist halt die Frage, helfen wir denen? Ich meine, die werden jetzt mit Sicherheit mit den Stadtwachen kämpfen oder hauen wir einfach ab? Na, gucken wir mal. Oh, das ist auch eine schöne Waffe. Würde mir durchaus gefallen, würde vor allem zu unserer Elfenrüstung passen. Die wir auch definitiv wieder anlegen. Ich möchte jetzt bloß mal kurz ein bisschen mit dem rumlaufen. Meinem Gefängnis entkommen. Ihr werdet für das büßen, was ihr meiner Familie angetan habt. Eurer Familie? Ihr habt Reach lange genug mit eurem besudelten Silber vergiftet, Tona. Kommt schon, ihr kommt sollen. Okay. Ich glaube, ich lasse die jetzt einfach mal machen. Sollen wir vielleicht abhauen, oder... Boah.
Uah, da ruckelt's gerade extrem. Wieso ruckelt das jetzt so? Die sehen uns nicht als Feinde an, so wie es aussieht. Ich glaube, wir gehen einfach. Ich will mich da eigentlich keiner Seite anschließen, aber wir haben die jetzt auch befreit, ne? Tust du mir was? Nö, die sehen mich gar nicht als Feind an. Ja, dann gucken wir uns doch mal ein bisschen um. Oh, der ist hingefallen. Naja, dann brauchst du das ja nicht mehr. Nur Mist dabei. Ich will mich da jetzt gar nicht einmischen. Das ist nicht mein Kampf. Aber ich kann ja ein bisschen... Ja, so ein bisschen... Hey, schubst mich nicht. Cool. Ein bisschen Hühnerbrust, ein bisschen Geld. Oh, der Schlüssel zur Schatzkammer. Tonas Tagebuch. Ach, das war Tonar selber. Auch nicht schlecht. Der arrogante Fatzke. Oh, Nordmed. Stellt 15 Punkte Ausdauer wieder her. Ausdauer regeneriert sich 30 Sekunden lang und 30% langsamer. Okay. Ist egal, nehmen wir einfach mal mit. Abgeschworene Pfeile. Cool. Schlösserklacken ist... Schlösserklacken? Schlösserknacken ist um 15 Punkte leichter. Ja, also so plündern ist echt wirklich mein Ding. Nee, stehlen will ich jetzt erstmal nicht. Sonst haben die Stadtwachen eigentlich nichts von Wert. Aber wenn die hier so rumliegen, dann... Ja, ja. Wie heißt es so schön, wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte? Wo geht's denn eigentlich hier hin? Den Wachturm? Ich weiß nicht, hätten wir uns vielleicht einmischen sollen? Eigentlich nicht, ne? Wieso ruckelt denn das? Oh, die sehen uns auch nicht als Feind an, obwohl wir die... Klamotten der Abgeschworenen tragen. Aber reden kann ich mit dem auch nicht. Die pennen hier. Hier ist die Rüstungskammer. Wir könnten jetzt zwar ein bisschen stehlen, aber ich glaube, hier ist auch nichts, was sich zum Stehlen lohnt. Was liegt da am Boden? Ja. Ey, da draußen tobt eine Schlacht, da ist ein Krieg im Gange. Die Wichtigkeit des Wo. Okay, lesen wir gleich. Draußen ist ein Krieg im Gange, verstehst du? Und die pennen hier alle. Okay, dann lesen wir halt mal kurz die Wichtigkeit des Wo. Oh, geil, Einhändigkeit verbessert. Die Wichtigkeit des Wo. Alte Sagen der Doomer, Teil 3. Und ich lege das Buch wieder weg. Ich habe es mitgenommen. Bäh. Ja, wenn man ein bisschen nicht gespielt hat, dann ist man gleich durch eine... Die Wichtigkeit des Wo. So. Viel Spaß beim Lesen. Wir blättern wieder durch. Und dann schauen wir mal, dass wir Samira finden und endlich aus dieser Stadt abhauen. So. Haben wir das auch erledigt. Das Buch können wir mal mitnehmen. Was soll's. Ja, okay. Hier ist nicht mehr viel zu holen. Dann gehen wir wieder raus. Und ich muss mal in der nächsten Aufnahme gucken, warum das ruckelt. Woran das liegen könnte. Mal gucken. So. Runterfallen möchte ich nicht. Jetzt ist wieder ruhig. Jetzt sind sie fertig. Geht's hier hin? Also auf jeden Fall ist die Stadt verwirrend. Definitiv. Tempel von Dibella.
Da wollte ich eigentlich nicht hin. Mal hier runter. Dann geht's hier. Der schläft, der auch. Hier liegt noch ein Häufchen Elend. Den Pfeil kann ich leider nicht mitnehmen. So, wo kommen wir denn hier jetzt am schnellsten raus? Weil wir haben den Schlüssel für die Schatzkammer, ne? Wir haben den Schlüssel für die Schatzkammer. Ich würde wirklich gern mal so einen kleinen Einbruch wagen. Zumal ja der Hausherr da hinten in dem kleinen Häufchen liegt und zusammengekehrt wird, wahrscheinlich später. Würde ich doch es sehr begrüßen, wenn wir seine Schatzkammer mal besuchen. Da wir, glaube ich, sogar 5 Schlüssel von ihm haben. Also sprich von der ganzen Familie die Schlüssel. Bloß wo war das? Hier war die... das Pub. Das Gasthaus. Dann war die Schatzkammer, war doch hier oben, glaube ich, oder? Was war das hier? Ja, hier war's. Dann schauen wir noch mal kurz in die Schatzkammer. Vielleicht können wir da was finden. Okay. Ist die Sekretärin da? Psst. Hier scheint niemand zu sein. Da liegt immer noch... Der hat immer noch nicht seine Frau zusammengekehrt. Die liegt hier immer noch im Stuhl rum. Das neue Outfit von Socky gefällt mir übrigens sehr gut. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde das ganz nice. Bis auf den Helm, der geht gar nicht. Wartet mal. Bekleidung. Der Rest ist ganz witzig, aber der Helm geht... Ja, so gefällt mir das schon wesentlich besser. Sieht echt cool aus. Hat was? Also ich werde die Rüstung auf jeden Fall nicht verkaufen. Ich werde die aufheben. Und hoffentlich haben wir bald ein eigenes Haus. Und deswegen schaue ich auch mal... So, jetzt. Da ist auf jeden Fall jemand da. Aber bis der uns bemerkt, haben wir schon das meiste eingesteckt. Hoffe ich doch. Ich speichere mal kurz. So, dann knacken wir doch mal den Safe und schauen, was wir da drin haben. Anscheinend war die Familie ja sehr vermögend. Die Betonung liegt auf wahr. Und Geld können wir gebrauchen. Oh. Naja. Ich habe jetzt da eigentlich was Tolleres erwartet. Schuppenarmschienen. Okay. Gut, den Amethysten können wir mitnehmen. Das Gold können wir mitnehmen. Und die Kette können wir mitnehmen. Die Schienen lasse ich innen drin. Und wir tragen schon wieder zu viel. Ich krieg die Krise. Na gut, wir müssen jetzt hier eh... Ja, aber ich mag das nicht. Können wir ein bisschen was loswerden wieder? Zaubertränke, Bekleidung. Waffen. Haben wir hier was, was wir wegwerfen können? Die 2 in der Kriegsaxt. Okay, die bringt zwar ein bisschen Geld, aber... Ja. Psch, nicht so laut. So, gucken wir uns nochmal ein bisschen um, ob es hier noch was gibt. Da hinten waren ja die Gemächer vom... Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sein Zimmer war das hier hinten. Psst. Da ist vielleicht nochmal was zu holen. Leise. Socky, sei leise. Ja, immerhin 9 Gold. Immerhin sind wir... Bitte was? Immerhin sind wir ja eine Diebin. Also sollten wir auch unserem Handwerk mal nachgehen. Lebensmittel müssten wir jetzt nicht unbedingt stehlen. Ist da jemand drin? Und vor allem bestehle ich auf jeden Fall Menschen, die ich nicht leiden kann. Und dem Besitzer konnte ich echt nicht leiden. Oh. Und die waren wirklich vermögend. Zack. 29 Gold. Oh, was ist denn da? Wo ist denn der? Beschwert hat sich noch keiner, deswegen... Was ist denn das hier? Ungewöhnlicher Stein. Ungewöhnlichen Edelstein zu einem Schätzer.
Ah, okay. Den können wir also schätzen lassen im Wert. Haben wir hier noch was drin? Nee, da ist nichts. Ich würde gern wissen, wo der ist, der uns da mit seinem netten Räuspern darauf aufmerksam macht, dass wir nicht alleine sind. Der Kuchen und der Diamant. Das lesen wir jetzt noch und dann beende ich die Folge. Der Kuchen und der Diamant von Atin Mendil. So, ein bisschen Lektüre. Und danach kann ich eigentlich gleich machen. Danke fürs Zusehen und ja, ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich hoffe, dir hat's gefallen. Ich hatte meinen Spaß. Ich hoffe, ihr auch. Und in der nächsten Folge schleichen wir uns noch ein bisschen umher und dann würde ich sagen, schnappen wir uns Samira und schauen, dass wir mal nach Hause kommen und ein bisschen was verkaufen können. Und ich habe da auch so eine kleine Idee, was wir in der nächsten Folge dann mal anfangen können. Oder in welche Richtung wir zumindest mal reisen können. Ich habe da nämlich sowas im Hinterkopf, was ich gern... Ja, ist ja gut. Was ich gern machen würde. Und ja, bis dahin. Ciao.